Servus, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen beim Gamer Impuls. Ich befinde mich hier in der Helm und in diesem Video möchte ich euch einmal die grundlegendsten Waffen oder meines Erachtens die besten Waffen in der Helm zeigen mit den dementsprechenden Perks. Denn wir wissen ja, im Juni zum DLC-Start Final Shape wird alles in der Helm entfernt. Und ich denke, wir werden uns da mal jetzt nicht darauf verlassen, dass vielleicht die ganzen Waffen oder einige Waffen davon irgendwo noch dann zu farmen sind. Und deswegen haben wir ja noch einiges an Zeit, wo ihr euch noch die dementsprechenden Waffen holen könnt. Wir fangen jetzt einmal an hier mit dem Strategietisch. Und dort haben wir eigentlich schon ziemlich gute Waffen, also fast alle außer zwei. Also das Automatikgewehr und den Granatwerfer fand ich jetzt nicht so toll, aber mit den restlichen können wir gut arbeiten. Dann fangen wir einmal an mit dem Geschichtenerzählerbogen. Den könnt ihr euch einmal holen mit Tempo des Schützen und explosive Spitze. Bei den anderen könnt ihr immer selber entscheiden, wie ihr das Ganze spielen wollt. Ich habe jetzt kompakte Pfeilschaft und elastische Sehne drauf. Dann kommen wir zum Fusionsgewehr Königlicher Henker. Das Ganze habe ich hier mit missgünstiger Assassine und Speichersalve. Was ich auch immer bei den Fusionsgewehren spiele, ist beschleunigte Spulen. Das ist einfach für den DPS, weil man eben mehr Schüsse auf einmal raushauen kann. Deswegen empfehle ich beschleunigte Spulen. Was ihr natürlich auch machen könnt bei den anderen Perks, ihr habt da freie Entscheidung, je nachdem für was ihr die Waffe nutzen wollt. Für mich ist grundlegend, wenn ich einen Bossschaden machen möchte, nehme ich eben meistens Fusionsgewehr in Kombination mit dem Raketenwerfer und deswegen spiele ich diese zwei Perks. Dann kommen wir zum Granatwerfer Verschwenderrückkehr. Den Granatwerfer spiele ich einmal mit missgünstiger Assassine und mit Voltschuss. Spitzgranaten dürfen natürlich nicht fehlen, denn für den erhöhten Damage und mit schnelle Schüsse. Und zu guter Letzt haben wir einmal noch das Schwertfürsorger. Das spiele ich einmal mit unablässige Treffer und mit umzingelt. Unablässige Treffer, wenn ihr drei kleine Schläge ausführt, bekommt ihr wieder Schwertmunition zurück und umzingelt deswegen, weil man weiß auch bei Crota, bei dem Raid, dass man bei dem Boss mit dem Schwert macht man einfach am meisten Damage, wenn man unterhalb die kleinen Adds hat, das zählt halt auch mit dazu und umzingelt gibt uns halt den bestmöglichsten Damage. Ihr könnt natürlich spielen, was ihr wollt, aber ich nehme das Schwert zum Beispiel nur für Crota jetzt her oder halt für andere Bosse, wenn sich's ergibt. Gefäß ist eigentlich egal, also wie ihr das handhaben wollt. Und ansonsten noch temperierte Klinge, erhöhter Schwertschaden und Munition ist halt eine gute Kombination mit Munition und Schaden. So, dann kommen wir zur Sonarstation. Dort haben wir einmal die tiefen Waffen. Da muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich noch nicht so viel damit gespielt, weil ich halt auch viele Raid-Waffen und Dungeon-Waffen habe etc. Aber die besten zwei Waffen für mich, wo ich auch getestet habe, war einmal die Handfeuerwaffe. Die habe ich mir einmal geschmiedet mit gesetzloser und Explosivladung. Da könnt ihr auch wieder variieren, wie ihr das Ganze eben spielt. Und dann noch die Schrotflinte bis zur Rückkehr. Die spiele ich mit Überfluss und Röhrenlauf. Überfluss deswegen, wenn ihr nochmal spezial, also wenn ihr einen Schuss rausgebt und nochmal dann Spezialmunition aufhebt, überladet ihr quasi das Magazin. Also das ist halt der beste Perk meines Erachtens für die Waffe. Und dann haben wir noch Röhrenlauf. Wenn ihr einmal einen Boss puncht und dann drauf schießt, habt ihr erhöhten Schaden. Ihr könnt natürlich auch dreimal drauf schießen, dann tut sich das Ganze auch aktivieren. Ist eigentlich nicht schlecht, auch als Strang, Schrotflinte kann man gerne hernehmen. Dann kommen wir zu den nächsten Waffen und zwar am Ritualtisch, die Hexenwaffen. Da muss ich sagen, haben wir auch nur zwei Waffen. Einmal das Fusionsgewehr und den Raketenwerfer. Die Handcannon wird gerne im PvP benutzt, aber wir belaufen uns hier im PvE-Bereich. So, dann kommen wir zum Fusionsgewehr der Eremit. Das Ganze habe ich mir gebaut mit missgünstiger Assassine und Speichersalve. Hat einen Vorteil, wenn ihr missgünstiger macht, also wenn ihr das Magazin überlädt und alles, was jetzt bei den, was alles über den 7 Schuss geht, ja, weil ihr seht hier, wir haben 7 Schuss im Magazin und alles, was sich darüber hinaus
auflädt, wird als voller Schuss quasi deklariert mit Speichersalve. Also jeder Schuss bis zum 7. wird die Speichersalve aktiviert und ihr habt somit einen Haufen Schüsse, die mehr Damage raushauen. Auch wieder die beschleunigten Spulen. Als Lauf könnt ihr natürlich spielen, was ihr wollt. Ich nehme immer hammergeschmiedeter Drall für die Reichweite. Dann kommen wir zum Raketenwerfer Semiotica. Den habe ich mir gebaut mit explosivem Licht und mit Impulsverstärker. Explosives Licht. Wir laden die ganzen Schüsse auf mit unseren Sphären und jeder Schuss macht dann mehr Damage. Da könnt ihr natürlich, ja, mit Impulsverstärker, ihr ladet schneller nach. Das sind 20%. Ihr könntet auch im Ducken machen, kriegt ihr 50%. Aber das würde ich nur empfehlen, wenn ihr wirklich straight einen Boss habt, mit dem ihr dann Schaden machen wollt mit dem Raketenwerfer, wo ihr euch dann ducken könnt und dann schneller nachladet. Wenn ihr jetzt sagt, okay, gut, für Spitzenreiter oder andere Sachen, würde ich euch auf jeden Fall Impulsverstärker empfehlen. Was natürlich nicht fehlen darf, ist das Einschlagsgehäuse, damit wir mehr Schaden machen und auch schnelle Schüsse. Und zu guter Letzt kommen wir noch zu Rivens Seele. Da haben wir die Wunschwaffen und da muss ich sagen, haben wir ja drei Waffen, die meines Erachtens gut sind. Vielleicht noch der Bogen oder so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war jetzt nur die Schrotflinte-Fusionsgewehr und das Linear-Fusionsgewehr. Für die Schrotflinte habe ich einmal Takt-Angriffsmagazin, Wiederaufbau und Vorpalwaffe. Ihr könnt natürlich da auch wieder ein bisschen switchen, was die Perks angeht. Also ihr könnt auch hier zum Beispiel umzingelt draufhauen, bringt halt noch mehr Prozente an Schaden. Aber ihr müsst bedenken, ihr müsst dann immer umzingelt sein. Ihr braucht immer mindestens drei Gegner, um da den meisten Damage zu machen. Also wenn jetzt ihr keine Gegner da habt und ihr habt nur einen Boss jetzt zum Beispiel, würde ich euch auf jeden Fall Vorpalwaffe empfehlen. Wie gesagt, ihr müsst immer schauen, für was ihr die Waffe braucht, wofür ihr sie benutzt. Und für das Grundlegendste würde ich Vorpalwaffe einfach empfehlen. Wiederaufbau, natürlich, die Waffe lädt sich nach und nach immer weiter auf über das Maximum vom Magazin. Angriffsmagazin daher, dass wir die Schüsse schneller raushauen können und hammergeschmiedeter Drall für die Reichweite. Dann kommen wir zum Streusignal meiner Lieblingswaffe diese Season, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die spiele ich derzeit mit Überfluss, kontrollierte Salve, beschleunigte Spulen und hammergeschmiedeter Drall. Kontrollierte Salve, wenn jeder Schuss einer Salve ein Treffer ist, erhält diese Waffe für längere Zeit erhöhten Schaden und eine reduzierte Ladezeit. Ja? Und Überfluss habe ich vorhin schon erklärt, wenn man einen Schuss abgibt, man tut dann Spezialmunition aufheben, überlädt sich das Ganze und man kann feuern, ohne dass man nachladen muss. Also richtig nice. Und zu guter Letzt haben wir dann noch verurteilter Bittsteller, Linearfusionsgewehr. Da muss ich sagen, ist, ja, das hat die Taipan etwas ersetzt. Also die Taipan spiele ich gar nicht mehr. Die war eigentlich gut, jetzt irgendwie nicht mehr so. Und deswegen spiele ich auch jetzt diese Waffe. Und die haben wir eben mit hammergeschmiedeter Drall, mit beschleunigten Spulen, Wiederaufbau und Präzisionsinstrument. Das funktioniert so, dass Verursachung von fortlaufendem Schaden erhöht den Präzisionsschaden deutlich. Ja? Also das heißt, egal ob ihr jetzt auf den Kopf schießt oder einen Buddy erwischt, also wenn ihr da fortlaufenden Schaden habt, erhöht sich dann der Schaden, ist aktiv und dann eben, wenn ihr Präzisionsschaden macht, bekommt ihr eben euren erhöhten Schaden. Das heißt nämlich auch, wenn ihr jetzt mal einen nicht am Kopf trefft, sondern am Buddy, der Schaden geht dann trotzdem nicht verloren, also der Buff geht nicht verloren, er bleibt trotzdem aktiv und wenn ihr dann den Kopf eben trifft, macht ihr mehr Damage. So, das war's aber jetzt, meine lieben Freunde. Wenn ihr noch irgendwelche Waffen in der Helm habt oder irgendein Perk für eine Waffe, könnt ihr das gerne in die Kommentare reinschreiben. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Glocke einschalten nicht vergessen und den Däumchen-Button nach oben. Bis demnächst, meine lieben Freunde, euer Gamer Impuls.